Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich wollte auch aufhören. Okay, also wir spielen jetzt mit Knackrack. Das habe ich ja schon im vorigen Teil angekündigt, so leicht. Und gut, mit dem ist genauso lange her, dass ich mit dem gespielt habe, genau wie mit jedem anderen auch. Also wer weiß, ob ich mit dem überhaupt noch so gut bin. Wir schauen einfach mal rein und gucken mal, wie weit wir kommen. Ich weiß es selber nicht. Probieren geht über Studieren, sagt er doch so gern. Wer das Sprichwort noch kennt. Sprichwort ist schon etwas älter. Wen haben wir da? Rage Mage Page. Siege 579 aus Schweden. Mit Skelabra. Skelabra ist nicht leicht. Im Geisterhaus. Passend zu Halloween. Schauen wir mal. Gruppe C2. Na, aber da eine Chance. Ich werde natürlich versuchen, mein Bestes zu geben. Denn das kann ich euch auch nicht versichern, mein Bestes geben zu können. Und dann schauen wir mal. Boah, ich hab dich doch gepackt. Meine Verteidigung ist voll im Arsch, sehe ich gerade. Hey, mein Durchbruchschlag ging doch durch. Was soll der Mist? War da knapp. Ha! Geht doch! Wunderbar! Knackrack, ich mag dich. Bitte warten. 1-1. Jetzt geht's um die Wurst. Wenn der Gegner noch Lust hat. Beziehungsweise empfangen. Okay. Treffischen? Ich glaube, du hast eine scheiß Verbindung, mein Freund. Das kannst du mir doch jetzt nicht antun, wenn ich dich eventuell platt mache. Na toll. Na Mann, das gibt's doch nicht. Das hätte so gut enden können. Mensch. Immer wenn es mal so gut läuft und dann so denkt, oh cool, der ist echt gut und dann gewinnt man, weißt du, dann passiert sowas. Tatsächlich Halloween hier. Schade. Neue Herausforderung gefunden.
Italien, Giole. Oder Giöle. 27 Siege mit Lucario. Lucario ist wieder so ein anderes Kaliber. 1405 Kämpfe. Was war das für eine Gruppe B? Schauen wir mal. B5, ja. Ach komm, ich hab doch durchgehauen. Was macht er denn da eigentlich überhaupt für Attacken? Kenn ich gar nicht. Oh Mist. Könnte aber knapp gewesen sein. Mal gucken. Auf jeden Fall ist er flott unterwegs. Ja. Nein! Scheiße. Uiuiuiui. Aber da muss ich sagen, da hatte ich heftigere Gegner gehabt. Also der... Er kam gut klar mit dem Lucario, keine Frage, aber da habe ich stärkere Gegner gesehen. Aber der hat mit dem Lucario Attacken gemacht, die kannte ich noch nicht. Aber gut, okay. Schauen wir mal, wie der nächste Kampf läuft. Toll, den ersten Kampf hätte ich eventuell gewinnen können gegen Skelabra. Jetzt habe ich hier einmal nichts und einmal Niederlage. Aus Finnland, da... Was? Mit Genker, mit 18 Siegen. Immer höflich. Immer höflich. Schon wieder Geisterkarnaval. Nur weil ich gegen Geister kämpfe oder was? Gruppe E1. Oh Mann, es tut mir immer so leid. Wie kommt es jetzt so rüber wie bei mir eben gerade mit dem Lucario? Oh. Nicht reagiert. Das ist wohl doch schon eher so meine Liga. Nicht B und A, da habe ich ja echt kaum Chancen. Ey. Also ich würde wahrscheinlich durchgehend wirklich nur mit einem einzigen Pokémon spielen, das mehrere Monate oder sowas lang. Nein! Voll reingehüpft, ey. Shit!
Aber es dürfte ich noch überleben. Oh ja, okay. Erwische ich ihn noch? Jawohl, super. Jawohl, gewonnen. 2-0. Oh yeah. Was? Nein. Oh, 1-1. Ich hätte voll gedacht, ich hätte voll platt. Ich würde jetzt platt machen, ey. Unfassbar. Nein! Okay, lieber. Hm. Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde mal sagen, das wird man nennen. War ein guter Kampf. Ich hätte beinahe verloren gegen dich. Nicht verkehrt. Also für Gruppe E1 gar nicht mal so verkehrt. Echt gut. Und wir haben wenigstens mal einen Sieg. Yay! Wir gucken jetzt trotzdem noch mal einen Kampf zu machen. Und ja, suchen direkt mal den nächsten Gegner. Dann sind wir halt mal bei 16, 17 Minuten, wenn wir fertig sind. Und dann schauen wir mal. Suche läuft. Und wir haben neue Herausforderer gefunden. Macho Mai. Cayenne aus Niederlande. Okay. Okay, gegen Matschmeier haben wir schon den einen oder anderen als Gegner gehabt. Der war heftig. Mit Matschmeier war ich auch heftig. Mal meine ersten drei Videos wieder seit ein paar Monaten. Matschmeier kann schon böse sein. Schauen wir mal. Nein, das kann er durchschauen. Ah, es war so klar, das hat mich gerade nicht. Ha, 1-1. 1-0. Nicht 1-1. Gruppe C5, hey, der ist über mir. Wenn ich das gewinne, gibt es wieder gut Punkte auf jeden Fall. Oh, Donner getroffen. Oh. Voll der Überdreher. Nix. Ah, shit. Voll nicht reagiert. Ich hätte ihn jetzt voll gegriffen, ey. Shit, 1-1. Immerhin habe ich jetzt noch mein Limit, aber er nicht. Trotzdem wird's knapp.
Haha. Aber Cayenne, das war ein echt guter Kampf. Also, war knapp und gut. Aber ich hab gewonnen. Yay. Sehr schön. Gruppe über mir. Ich hab gewonnen. 100 Punkte. Immerhin etwas. Aber wir sind immer noch nicht in der Mitte wieder mit den Punkten. Na gut. Okay, das war's hier mit diesem Teil. Wir sind bei 16 Minuten. Das war Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn auch nur zur Unterhaltung. Natürlich zur Unterhaltung. Für was sonst? Na gut, vielleicht um Tipps sich zu holen für das Spiel. Ich weiß es nicht. Aber zum Tipps holen bin ich nicht gut genug. Da gibt es wirklich viel bessere Spieler. Aber mir geht es um Spielspaß und hoffen, dass ich doch irgendwie weiterkomme. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei dann. Ja, und ich hoffe, ihr werdet neue Abonnenten bei mir. Falls ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen dann übrigens. Und lasst Daumen oben da. Und dann sehen wir uns heute beim nächsten Teil wieder oder beim nächsten Let's Play. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss, viel Spaß noch und tschüss.